Was steckt dahinter, wenn man sich bei, wie heute, 29 Grad, ein Plüschkostüm über die Lederkombi zieht? Mit dem Motto ganz einfach. Ja, wir schwitzen für den guten Zweck. Gemeinnütziger Verein. Wir sammeln unterm Jahr Spenden, die wir dann jährlich regional an auserwählte Spendenziele, karitative Einrichtungen dann abgeben. Wie macht ihr das? Naja, wir sind von verschiedenen Veranstaltern, jetzt unter anderem Louis Polo auf der Gewerbemesse in Oberstimm auf dem Bartelmarktplatz vertreten. Da haben wir unseren Infostand, da können uns die Leute kennenlernen, besuchen und so kommen wir halt an unsere Spenden. Wie lange gibt es euch schon die sogenannte Street Bunny Crew? Seit 2013. Ihr seid gemeinnützig, sammelt Spenden und dann seid ihr im Prinzip ehrenamtlich auf euren Motorrädern unterwegs. Das ist richtig. Wir alle sind ehrenamtlich unterwegs. Das heißt, wir geben unsere Spenden zu 100% an unsere Einrichtungen ab. Wie sucht ihr euch die Spendenempfänger aus? Die Mitglieder in den einzelnen Regionen stimmen darüber ab, bringen Vorschläge und so kommen wir dann im Endeffekt zu einem auserwählten Spendenziel. Kann man sagen, wie viel ihr so einfahrt? Da es unterschiedliche Veranstaltungen gibt, an denen wir teilnehmen, je nachdem wie viele es sind pro Jahr, was uns zukommt, an Spendengeldern, und ich denke, es wird von Jahr zu Jahr mehr, da die Street Bunny Crew doch langsam einen gewissen Bekanntheitsgrad bekommt. Okay, jetzt habe ich gelernt, ihr seid anders. Denn wir sind rosa und weiß.